Hallo und herzlich willkommen, lieber Wassermann, hier zur Monatsenergie Februar für dich. Ja, ich möchte gern schauen, wie sich der Februar für dich gestaltet. Wir kommen ja aus einem ja sehr herausfordernden Januar, gerade jetzt auch zum Ende hin mit den 10 Portaltagen, die sich eben auch noch in den Februar hineinziehen. Wir starten direkt mit einem Neumond, aber da gibt es dann auch extra Readings nochmal. Jetzt möchte ich mal hier so in den Monat Februar schauen, welche Energien sich da für dich zeigen, was da in deinem Leben angesprochen, angeschaut werden darf. Und ja, ich habe dir hier, lieber Wassermann, wieder die großen Arkana mit den 4 Assen mitgebracht. Ich liebe das ja sehr, in diese Kraft hineinzuschauen. Das Secret Forest Orakel und die Göttinnenkarten hier, das Göttinnenorakel und natürlich das Tarot. Und ja, lass uns mal schauen, was auf der energetischen Ebene so los ist. Astrologisch wird sicherlich wieder einiges los sein, auch im Februar. Es ist ja, ja mitten im Umbruch sozusagen alles. Wir schauen mal hier. Gib mir bitte eine Botschaft hier für Wassermann für den Februar. Eine Hauptenergie bitte hier für Wassermann. Für Februar 2022, da ist sie schon. Der Wagen, ja, mein lieber Wassermann, da kommt Bewegung. Da darfst du selbst die Zügel in die Hand nehmen von diesen 2 prachtvollen Pferdchen hier. Du darfst selbst, ich habe so das Gefühl, der Sonne entgegenfahren. Schauen wir mal, es kommen Special Impulse rein hier während der Readings und ja, schauen wir mal, was da für dich so kommt. Der Sonne entgegen, könnte ich mir vorstellen. Eine weitere Botschaft bitte hier für Wassermann für den Februar. Eine Karte bitte für Wassermann. Ja, eine Karte bitte für Wassermann zum Wagen. Ist noch nicht die richtige Karte an der richtigen Stelle. Wir haben ja auch noch ein bisschen rückläufigen Merkur. Ich merke das teilweise hier beim Mischen, ich merke das teilweise bei meinen Worten, wo es hängt und klemmt. Eine Karte bitte hier für Wassermann, für Februar, eine Karte. Loslassen und Freiheit, eine Karte. Ich tue die auch wieder rein, ich möchte eine Karte, wir ziehen das hier konsequent durch. Vielleicht war Loslassen, um in die Freiheit zu gelangen, der erste Schritt für dich. Und es geht jetzt darum, die Zügel in die Hand zu nehmen. Ja, lieber Wassermann, ich weiß auch nicht, was das hier ist. Eine Karte bitte. Ja, geht doch. Ich sag ja, es war noch nicht die richtige Karte an der richtigen Stelle. Sorry. Bear Spirit, die Heilung. Und Februar, wir haben noch immer Winter. Vielleicht hast du schon das Gefühl, hier ein bisschen aus dem Winter ausbrechen zu wollen. Heilung auf tiefer Ebene, nehme ich das wahr. Und Erde. Gaia, Mutter Erde. Deine Verbindung zu Mutter Erde, die dir tiefe Heilung schenkt, aber auch deine
Dein Weg auf Mutter Erde, nehme ich auch gerade so wahr, gerade mit dem Wagen. Es kann auch sein, dass du für deine innere oder äußere Heilung hier auf Mutter Erde unterwegs bist, dass es da unterschiedliche Orte gibt, die du besuchen möchtest, vielleicht schon besucht hast. Wir schauen mal. Ich möchte bitte eine klare Botschaft hier für Wassermann, für Februar, für die Bewegung, die hier kommt, die Heilung für Wassermann oder eben auch die Heilung für Mutter Erde. Eine Botschaft bitte hier für Wassermann. So, ja. Lass uns schauen. Die Kraft. Vielleicht ist es auch eine Reise hier, die dich in deine Kraft hineinführt. Die neuen Stäbe. Und vielleicht gilt es auch hier, um in deiner Kraft zu bleiben oder um dir diesen Weg der Heilung zu öffnen, gilt es, Grenzen zu setzen. Vielleicht Grenzen zu überwinden, wo du bisher gedacht hast, das kann ich so nicht machen. Aber es gilt hier auch darum, Grenzen zu setzen. Auf jeden Fall erstmal darum, Grenzen anzuschauen. Die sechs Stäbe, nochmal ein Aspekt der Kraft, des Mutes, auch des Mutes, dich zu zeigen. Dich mit dem zu zeigen, was da in dir ist. Und es kann auch sein, dass du hier eine Reise zu deiner Heilung unternimmst und dann spürst, ich habe diese heilenden Aspekte in mir und dich dann damit zeigst. Die vier Stäbe bei dir ankommen, lieber Wassermann. Der Page der Kelche, ein spielerisch leichtes Angebot, was dir hier unterbreitet werden möchte. Aber es kann auch sein, dass es hier ein spielerischer, leichter Aspekt ist, der dich hier voller Freude mal mit den Energien in dir spielen lässt, wo du mal ausprobieren kannst, welche Fähigkeiten habe ich da in mir. Wow, die Hohepriesterin. Und an der Unterseite, lieber Wassermann, der König der Münzen. Also es ist hier eine Energie für dich geöffnet, wo es um Heilung geht. Heilung, die du bekommst durch Reisen möglicherweise, durch Wege, die du auf der Erde gehst. Heilung, indem du jetzt wirklich die Verantwortung für dich und deine Energie übernimmst, mit der Kraft auch und mit den neuen Stäben, wo es darum geht zu schauen, wie eng habe ich mir meine Grenzen gesteckt oder wo fehlen mir Grenzen nach außen oder wo kann ich jetzt hier meine Grenzen erweitern, vielleicht auch meinen Horizont erweitern. Mit dem König der Münzen ist das Ganze etwas, was du dir Schritt für Schritt erarbeitet hast und jetzt hier wirklich auf der Bühne des Lebens stehen darfst, voller Freude, voller Leichtigkeit, in der Tiefe deiner Wahrnehmung mit der Hohepriesterin, in der tiefen Anbindung hier an Mutter Erde. Auch der Bär ist in meinem Leben mit dem Lebensrad, mit dem Element Erde verbunden. Der Bär, das ist dieser weiblich-mütterlich nährende Aspekt im Lebensrad, so wie ich damit lebe. Und der öffnet eben auch nochmal Raum für die Heilung, für das Ankommen in dir und eben auch für den Mut, zu dir zu stehen. Ich glaube, lieber Wassermann, in diesem Februar geht es für dich darum, wirklich auch aktiv zu werden. Aktiv für dich, aktiv für Mutter Erde,
aktiv für die Heilung, die da durch dich fließt. Das ist eine Kraft in dir, die jetzt, das Wort kommt so, entfesselt werden möchte, die jetzt aktiviert werden möchte. Und mit den Karten hier, ich glaube wirklich, dass es hier um Aktivierung geht, um die Aktivierung von etwas, was du dir über einen langen Zeitraum erarbeitet hast in dir, wo es jetzt darum geht, freudvoll damit nach außen zu gehen. Du hast dieses Fundament hier. Die vier Stäbe, da geht es um das Fundament, um das Ankommen bei dir. Es ist eine leichte, spielerische Energie, die dich hier leitet, die ja die Grenzen in dir schmelzen lässt. Auch die Grenzen zwischen den Welten nehme ich hier auch wahr, gerade auch mit der Kraft. Das hat so etwas, gerade auf der Karte, so von zwischen den Welten weben, also zwischen der irdischen Welt, der spirituellen, energetischen Welt, diese unterschiedlichen Ebenen da wahrzunehmen für dich und mit dem Wagen eben dieses schwarze und weiße Pferd, diese Energien ein Stück weit so zusammenzubringen, dass die hier wirklich auf Erde Heilung bringen. Deine Intuition unterstützt dich dabei und eben auch der Page der Kelche, der hier wirklich eine leichte Energie reinbringt. Der ist so ein bisschen verträumt auch, aber diese Tagträume unterstützen dich eben auch in deine Verbindung mit deinen Spirits. Und ich glaube, es geht hier, lieber Wassermann, bei dir wirklich darum, dich nochmal tiefer mit deinen Spirits zu verbinden. Ja, super spannend. Vielleicht auch mal hinzuspüren, wo du deine Spirits noch mehr einbinden kannst, wo du manchmal das Gefühl hast, du stehst an Grenzen und kommst nicht weiter und vergisst womöglich dann, ja, dass du diese Spirits an der Seite hast und die mit einbinden kannst. Da auch noch mal hinzuspüren und eben auch diese eingefahrenen Grenzen, diese vorgefertigten Meinungen über Heilenergie, die zu weiten, die zu lockern, da nicht mehr dagegen zu kämpfen. Die neuen Stäbe, das geht hier um Grenzen setzen. Es geht aber auch darum, dass du ein Stück weit erschöpft bist durch das viele Abgrenzen und Ausgrenzen und da wirklich offener in dir zu sein, auch da diese Heilung einfließen zu lassen. Auch da, gerade eben da, diese spielerische, leichte Energie mit einfließen zu lassen. Es ist ganz viel Herzenergie hier, ganz, ganz tiefe Heilungsenergie und ich bin ziemlich gespannt, wie das auf der tieferen Ebene ausschaut. Sprich, in der Fortsetzung möchte ich hier wirklich nochmal tiefer einsteigen, weil ich das Gefühl habe, lieber Wassermann, hier geht es um Heilenergie, die du in dir aktivieren kannst jetzt, um sie in die Welt zu tragen, weil der Wagen spricht eben auch davon, etwas in die Welt zu tragen. Dich mit der Heilenergie, womöglich. Wir schauen gleich nach. Den Link zur Fortsetzung findest du wie immer unten in der Infobox. Alle Fortsetzungen im Hardmember-Bereich auf meinem Patreon-Channel. Und ich bin ziemlich gespannt. Das ist so eine schöne Energie hier. Ja, wie das in deiner Tiefe wirkt, so damit du halt wirklich da klar und kraftvoll vorangehen kannst. Alles, alles Liebe zu dir, ja, oder gerne bis gleich.